Solomon, wie wär's mit einer meiner neuen Krawatten? Reine Seide, französische Ware. Meine Frau verreist und wir brauchen eine neue Tasche für Sie. Nicht mehr. Ist das Jahr so schnell vergangen? Arbeiten Sie wieder in Sandy Hill? Ganz recht. Da habe ich genau das Richtige. Eine Tasche, die zu Ihrem Stil passt und trotzdem robust genug ist für die jeweils 20 Meilen. Sie ist wunderschön. Und wie ist der Preis? Wir nehmen sie. Kinder, seht mal, was euer Vater mir gerade gekauft hat. Einen Augenblick, Sir. Ich bin gleich für Sie da. Mr. Parker? Sir? Könnten wir über den Preis sprechen? Verzeihen Sie, Solomon. Verzeihen Sie, Mrs. Northup. Ein Kunde wartet. Seien Sie willkommen, Sir. Wir kaufen Sie gut, aber achten Sie auf Ihre Brieftasche. Hören Sie nicht auf den Unsinn dieses Herrn. Jasper! Ich bitte um Entschuldigung für die Störung, Sir. Es war keine Störung. Auf Wiedersehen, Sir. Auf Wiedersehen. Jasper, raus! Für den sind wir tätig. Er gastiert gerade in der Stadt Washington. Zirkus ist ein zu enger Begriff für die talentierte und fröhliche Schar, mit der wir das Land bereisen. Es ist ein Spektakel, wie es die meisten noch nie erlebt haben, voller der zivilisierten Menschheit unbekannten Wesen aus dem dunkelsten Afrika. Akrobaten aus dem Orient, die sich in einer Weise verrenken, die man kaum zu glauben vermag. Und ich bin der Assistent von Mr. Brown, einem international bekannten Meister in der Kunst der Taschenspielerei. Wir sind nun auf der Rückreise zu dem Ensemble, nachdem wir uns ein Zubrot verdient haben, durch eigene Darbietungen. Der Grund für unsere Erkundigung bei Mr. Moon. Ja, wir hatten teuflische Probleme bei der Suche nach musikalischer Begleitung. An wahrhaft begabten Menschen herrscht anscheinend Mangel. Ich danke Ihnen, Sir. Wenn wir Sie dazu überreden könnten, uns bis nach Washington zu begleiten, könnten wir Ihnen dafür pro Tag $1 anbieten und $3 für jeden unserer abendlichen Auftritte. Und wir würden auch für die Kosten Ihrer Rückreise hierher nach Saratoga aufkommen. Heute in 2 Wochen. Willkommen in Washington, Solomon. Sie fragen, aus welchem Teil des Landes Sie kommen? Ich stamme aus Kanada. Wahrscheinlich weißt du gar nicht, wo das ist. Doch, ich weiß, wo Kanada ist. Ich bin da schon mal gewesen. Weit gereist für einen Sklaven. Solomon Northup ist ein hervorragender Geigenspieler. Ich wurde als freier Mann geboren, lebte mit meiner Familie in New York. Seid lieb zu eurer Mutter. Bis zu dem Tag, an dem ich getäuscht, auf Solomon, entführt und in die Sklaverei verkauft wurde. Na, Freundchen, wie geht's dir jetzt? Mein Name ist Solomon Northup. Ich bin ein freier Mann und Sie haben keinerlei Recht, mich festzuhalten. Du bist kein freier Mann. Du bist nichts weiter als ein entflohener Nigger. Went down to the river Jordan. Der Knecht aber, der nicht nach dem Willen seines Herrn tut, wird viele Schläge erleiden müssen. Sagt die Bibel. Wie die Arbeiter hier behandelt werden, das ist Unrecht. Sie sind mein Eigentum. Sie sagen das voller Stolz. Ich sage es, wie es ist. Antworte! Mit Eigentum kann man machen, was man möchte. Puh! Komm her. Mr. Abt. Komm her, habe ich gesagt! Vor einigen Tagen war ich noch bei meiner Familie, in meinem Haus. Soll das alles verloren sein? Wenn du überleben willst, tu und sag so wenig wie möglich. Ich will nicht überleben. Ich will leben. Du hast Ahnung davon! Ich habe Ihre Anweisungen befolgt. Wenn etwas falsch ist, waren die Anweisungen falsch. Der Master hält dich als Arbeitskraft. Widerworte bringen dir 100 Schläge ein. Ich weiß, wie es ist, der Willkür des Masters ausgesetzt zu sein. Es wird der Tag kommen. Da wird Gott über ihn richten. Ich werde überleben! Ich werde nicht verzweifeln! Und voller Mut bleiben, bis ich wieder in Freiheit bin! Ich bin kein Sklave.